Hallo, mein Name ist Benoit Taran. Herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge von Mach es einfach und mach es einfach. Die heutige Episode ist gesponsert von meiner neuen Facebook-Gruppe. Sie nennt sich Meister dein Mindset, Meister dein Leben, Meister dein Business. Und es ist für jeden, der ein Unternehmer ist, entweder am Anfang steht oder schon mittendrin ist und sein Business aufs nächste Level bringen will. Das Einzige, was dir im Weg steht, was die Brücke ist zwischen da, wo du jetzt gerade bist und da, wo du sein willst, wo deine Vision ist in der Zukunft, ist die Art und Weise, wie du denkst. Das bist du selbst, dein Mindset, wie du auf Probleme guckst, auf Situationen guckst, auf andere Menschen guckst, auf dein Business, auf deine Industrie guckst, auf dich selbst guckst. Und du hast limitierende Glaubenssätze, die du teilweise selbst nicht sehen kannst. Und ich werde in dieser Gruppe praktische Tools mit dir teilen, Übungen mit dir teilen, die du machen kannst, nachdem du bestimmte Fragen, die gestellt hast und sie beantwortet hast, ganz anders auf bestimmte Lebensabschnitte, auf bestimmte Eigenschaften, die du hast, auf bestimmte Eigenschaften deines Businesses, deines Marktes gucken kannst und in die Handlung kommen kannst. Aber als allererstes musst du in der Lage sein, es so zu sehen. Wenn du dich angesprochen fühlst, wenn du Unternehmer bist und genau weißt, du musst erst an dir selbst arbeiten und dann in Kombination mit Fachwissen, mit marktspezifischem Wissen dein Business aufs nächste Level bringen kannst, dann ist das die richtige Gruppe für dich. Also melde dich an, der Link ist in den Shownotes für den Podcast. Meister dein Mindset, meister dein Leben und meister dein Business, denn wenn du dich meisterst, wird es nicht nur einen Impact auf dein Business haben, sondern auf dein ganzes Leben. Also, let's go mit dem Podcast, mach es einfach und mach es einfach. Hallo, mein Name ist Benoit Taran und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge von Mach es einfach und mach es einfach. In der heutigen Podcast-Folge geht es um das Thema Leidenschaft. Was ist eine Leidenschaft? Wie findet man seine Leidenschaft? Sollte man seiner Leidenschaft folgen oder nicht? Es gibt viele Leute, die darüber reden. Es gibt viele Leute, die das haten. Und ey, das reimt sich. Und deswegen bringe ich direkt den nächsten Reim. Ich habe in einem Text geschrieben von mir vor kurzem: Ich verfolge meine Leidenschaft und bin der, der es trotz seines Leidens schafft. Ich gewinne die Meisterschaft, weil ich den Weg vom Beginner zum Meister schaffe. Und ich finde, das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema und es ist ein Thema, was ein bisschen missverstanden ist von sehr vielen Leuten. Sehr viele Leute missinterpretieren das ein bisschen und denken, dass eine Leidenschaft etwas ist, was einfach nur Spaß macht. Das ist so nach dem Motto, mach das, was dir Spaß macht. Leidenschaft ist was anderes als etwas, was nur Spaß macht. Leidenschaft ist etwas, ein innerer Drang, der dir sagt, ich will das machen. Ob es ein Interesse ist, ob das, es kann alles sein. Es kann so sein, dass du sagst, ich habe jemand gesehen, der etwas gemacht hat und ich finde das voll interessant. Ja, manche Leute drücken das anders aus. Ich habe zum Beispiel bei mir, ich nehme einfach mal ein Beispiel aus meinem eigenen Leben, weil ich mag es immer praxisorientiert zu reden, anstatt einfach so allgemein zu reden. Viele Leute haben mich gefragt, wie bist du darauf gekommen, zu machen, was du jetzt machst? Und es hat so viele verschiedene Wege gegeben, so viele verschiedene Punkte, so viele verschiedene Stellen, die miteinander verknüpft das gebracht haben, beziehungsweise das Bild gemalt haben, wo ich erkennen konnte, was ich eigentlich daraus machen will. Aber ein sehr wichtiger Punkt, wenn man um Leidenschaft redet, ich habe immer meine Leidenschaft verfolgt. Ich habe immer das gemacht, was ich gespürt habe von innen. Und das ist ein wichtiger Punkt, den ich gerade kurz so erklären will, weil es ist was anderes, wenn man sagt, ich mache was mir Spaß macht oder ich mache etwas, was mir gut liegt. Aber es ist nicht unbedingt deine Leidenschaft. Ja, ich habe zum Beispiel, ich habe auf einer Kunstakademie in Maastricht studiert. Und ich weiß noch genau, wie ich dahin gekommen bin. Ich war an einem Punkt in meinem Leben, wo ich überhaupt keine Ahnung hatte, was ich machen will. Ich wusste nur, dass alle Optionen, die mir zur Verfügung standen, ich keine Connection zu hatte. Ich hatte keine Leidenschaft. Ich habe mir das angeguckt und war so, boah, auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Ich wusste, irgendwas in mir war so, hat das abgelehnt. Und ich wusste, das bin nicht ich. Und wusste aber nicht, was will ich. Das ist halt oft dieser Punkt, wo man nicht genau weiß. Und du bist nur so frei wie die Option, die du hast. Deswegen ist es wichtig, dass man sich
vielen Sachen aussetzt, dass man vieles ausprobiert, mit vielen verschiedenen Menschen redet. Wenn man oft in einem kleinen Kreis ist, in seiner Komfortzone, mit denselben Menschen, an denselben Orten und man macht dieselben Sachen, dann ist es oft so, dass man immer wieder denselben Optionen begegnet und glaubt, das ist alles, was es gibt. Es ist aber nicht alles, was es gibt. Man glaubt auch, das ist alles, was ich kann. Es ist nicht alles, was du kannst. Es gibt bestimmte Sachen, die wurdest du noch nie ausgesetzt. Deswegen weißt du nicht, dass du gut darin bist oder dass du eine Leidenschaft hast. Jedenfalls bin ich zum Tag der offenen Tür durch Zufall, es gibt keine Zufälle, meiner Meinung nach, aber durch Zufall, sagen wir mal, durch Zufall bin ich zum Tag der offenen Türen gegangen mit einer Freundin von mir, mit zwei Freundinnen von mir in Maastricht von der Kunstakademie. Ich bin da eine Stunde, bin ich da rumgelaufen und habe mir so angeguckt, was diese Studenten da auf dieser Kunstakademie machen. Und die haben Bilder gemalt, und das ist etwas, dieses Zeichnen und Malen und sich künstlerisch auszudrücken, das ist etwas, das habe ich seit meiner Kindheit gemacht. Jedes Kind hat gemalt, aber ich habe es geliebt zu zeichnen, zu malen. Ich habe stundenlang da gesessen, mir Stories ausgedacht und so weiter auf Papier. Das war aber mehr so ein Hobby. Ich war nie wirklich, ich war gut im Kunstunterricht, aber das war nicht etwas, wo ich gedacht habe, dass es wirklich, ich dachte, okay, das ist, als ich ein Kind war, klar, man spielt mit irgendwelchen Sachen, man macht Sport, man hat viele Sachen, die man macht als Kind, wo ich es nicht wirklich erkannt, aber irgendwas hat mit mir connected. Wo ich da war, wo ich gedacht habe, ich habe keine Ahnung, ob ich damit Geld machen kann, was ich später damit mache. Das war überhaupt nicht mein Fokus. Das war überhaupt nicht mein Fokus in dem Moment, war einfach nur, ich will hier sein, in diesem Umfeld, mit diesen Menschen und ich will das machen, was die machen. Das ist das, was ich finde das irgendwie cool. Und ich kann nicht erklären, warum. Ab diesem Punkt, das war eine Stunde vorher, wusste ich von dieser Uni nicht, habe ich gar nicht darüber nachgedacht, in dieser Richtung etwas zu machen. Und plötzlich war das so aktiviert. Und ich so, boah, was soll ich machen? Und es waren irgendwie nur so 2 Wochen Zeit. Man muss da so eine Bewerbungsmappe hinbringen mit Zeichnungen und so weiter. Und ich habe dann so in 2 Wochen alles nachgeholt. Mit Leuten geredet, ey, was braucht man? Okay, Kohlezeichnung und hier und da mit Farbe Aquarell. Und habe mir irgendwie, damals gab es ja nicht so YouTube-Tutorials, habe mir so Bücher geholt und Leute gefragt und so weiter. Und habe dann so schnell eine Mappe zusammengestellt, habe das dann hinbekommen. Und dann war wieder der nächste Punkt. Auf dieser Uni haben wir, was Kunst angeht, sehr viele verschiedene Fächer gehabt. Die haben in Holland, so eine Art, das nennt sich Propedeuse. Ich habe schon mal darüber geredet, aber ich erzähle es nochmal. Propedeuse ist ein Jahr, wo du alles machst. Das heißt, du hast Bildhauerei, du hast Zeichnen, Malen, du hast Fashion Design, du hast Objektdesign, du hast sogar in Architektur geht das in ein bisschen, also designmäßig. Und Video, Fotografie, Grafikdesign, Webdesign, alles. Ich bin gerade hier auf dem Balkon, deswegen hört ihr vielleicht im Hintergrund ein paar Geräusche. Aber jedenfalls, in allen Designrichtungen. Das ist einmal cool, weil es gab Leute, die gesagt haben, ich will Fotografie machen. Oder ich will Grafikdesign machen. Oder ich will bildende Kunst machen. Und haben dann in diesem ersten Jahr, dadurch, dass sie gezwungen waren, verschiedene Sachen auszuprobieren, alles eigentlich zu machen, gemerkt, hey, eigentlich bin ich viel besser da drin. Oder eigentlich macht mir das mehr Spaß als das, was ich eigentlich dachte, wofür ich eigentlich auf diese Uni gekommen bin. Das heißt, es gibt sehr viele Leute, die sich umorientiert haben und gemerkt haben, so, boah, ich kann das kombinieren, ich kann beides machen. Ich kann Fotografie machen und Grafikdesign und Webdesign und was auch immer. Ja? Klamottendesign und Fotografie. Und dann kann ich das beides kombinieren, was auch immer. Und jedenfalls, bei mir war das so, dass ich keine Ahnung hatte am Anfang, was ich machen will. Dann habe ich mich auf Video spezialisiert, aber habe natürlich auch von allen anderen Elementen was mitgenommen und gelernt. Und das ist der zweite Punkt. Es geht nicht nur darum, dass man eine Sache so von Anfang an klar definiert hat, auch wenn es ein Bereich ist. Das will ich jetzt erklären. Ich mache jetzt nicht mehr Film. Ich hatte eine Filmproduktionsfirma, das mache ich jetzt nicht mehr. Aber ich habe sehr viele Elemente als Regisseur habe ich immer noch, weil ich eine Leidenschaft darin habe, Geschichten zu erzählen und zu kommunizieren. Die Art und Weise, wie ich rede, wenn ich Musik mache und so weiter, das ist alles eine Form von Kommunikation. Aber dieses ganze Produkt, was ich kreiert habe, war nicht das, wo ich eine Leidenschaft drin hatte. Und deswegen verfeinert sich das immer. Und deswegen ist es sehr wichtig, dass Leute, die sagen, mach nur das, worauf du Spaß hast. Klar, das ist nicht Leidenschaft. In dem Wort Leidenschaft steckt das Wort Leiden. Das heißt, wofür lohnt es sich zu leiden? Es gibt so ein Zitat von Bob Marley. Er hat gesagt, in Beziehung, ne? Everyone is gonna get hurt. The question is,
who is it worth? Ah, Mann, ich kann das Zitat nicht auswendig. Aber ich mache ein Paraphrasing. Paraphrasing, für wen lohnt es sich zu leiden? Jeder Mensch wird dich verletzen, aber für wen lohnt es sich zu leiden? So, alles, was du machst, wird harte Arbeit erfordern, Zeit erfordern, Opfer erfordern. Aber wofür lohnt es sich zu leiden? Deine Leidenschaft. Und dann gehst du durch den Schmerz und erreichst es. Wenn es etwas ist, was du sowieso nicht magst, wo du überhaupt keine Connections hast und du machst es nur wegen Geld oder du machst es nur, weil es das Einzige ist, was jetzt, oder weil du es angefangen hast und du hast den Studiengang angefangen und sagst, ja komm, ich mach den einfach zu Ende und ich hab das ja schon, komm, denn ich will jetzt nicht wieder von Null anfangen und deswegen mache ich es, aber eigentlich hasse ich es. Ich bin in dieser Beziehung, aber eigentlich weiß ich es, aber komm, ich finde sowieso nicht jemand anders und deswegen bleibe ich da. Ich weiß jetzt nicht, ich bin zwar in dieser Stadt und ich kenne es zwar nicht der beste Freundeskreis, aber besser als nichts. So, dann bleibst du da drin und du wirst leiden und du wirst Schmerzen haben. Und das Ding ist, es ist etwas, was du spürst in dir drin. Und darauf würde ich jetzt auch gleich eingehen. Jedenfalls, du wirst leiden, du wirst Schmerzen haben, aber wenn du weißt, warum und wenn das Endziel, und das ist auch wieder das Ding, das Endziel musst du nicht immer im Auge haben. Ich hatte keine Ahnung vor 10 Jahren, dass ich jetzt machen werde, was ich mache. Vor 5 Jahren wusste ich nicht, was ich jetzt machen werde. Aber es gibt etwas, was in dir drin ist. Und das ist etwas, was ich kurz ansprechen will, weil ich habe das schon ein paar Mal gehört. Leute sagen so, ja, Leidenschaft, das ist Bullshit. Viele Leute sagen, verfolg deine Leidenschaft, verfolg deine Träume, das ist Quatsch. Nicht alles wird dir Spaß machen und du musst einfach starten mit Sachen und dann entwickelst du das und so weiter. Ich habe keine definitive Antwort darauf. Ich weiß aber, dass es etwas in mir gibt, was wie ein Magnet ist für bestimmte Sachen, für bestimmte Menschen, für bestimmte Situationen, für alles. Es gibt Menschen, die sagen dir, es gibt nicht sich selbst finden. Du kreierst dich selbst. Habe ich schon mal gehört und ich habe mir gedacht, ja, das macht Sinn. Du kreierst dich selbst, du schaffst dich ja selbst, ja? Aber es ist eine Mischung von beiden. Warum? Guck mal, du hast etwas in dir, wie eine Art Feld, ein Energiefeld, was mit manchen Energien harmoniert und mit manchen Energien nicht harmoniert. Mit manchen Menschen harmoniert, die du nie getroffen hast und du bist auf einmal in einem Raum, bumm, und du merkst, da ist eine Person, ihr connectet direkt. Woran liegt das? An dieser anderen Person oder liegt es an dir? Aber du kanntest diese Person doch nicht. Wie kann es sein? War es etwas, was schon vorher in dir war und vorher in dieser Person war, was connected? Gibt es etwas, eine Sportart, ein Hobby, irgendetwas, was du siehst und plötzlich sagst du, boah, das will ich auch können. Boah, das irgendwie, boah, das macht mir voll Spaß. Boah, darin will ich besser werden. Boah, das ist voll interessant. Irgendwas. Guck mal, zum Beispiel, ich nehme mal dieses Beispiel. Ich war jetzt am Wochenende in Paris und mit einer Crew, okay, und das ist der Stamm, Basketballteam, und waren in Paris bei einem Streetball-Turnier, okay, und alle da sind Basketball-Fanatiker. So, und es ist sehr interessant, weil ich kenne halt viele von den Jungs super lange. Jeder hat eine Leidenschaft, und Leidenschaft ist Basketball. Aber es gibt sehr viele verschiedene Charaktere in dieser ganzen Konstellation. Sagen wir, Basketball ist deine Leidenschaft. Okay, weil viele Leute sagen, es ist abstrakt zu Leidenschaft, okay? Du hast einfach eine Leidenschaft für Basketball oder Boxen oder Golf, was auch immer der Sport ist, oder Malen oder Musik, egal. Das ist mal deine Leidenschaft. Es ist voll interessant für dich. Du beschäftigst dich voll lange damit. Du guckst dir Videos darüber an. Du liest dir Biografien durch, Interviews, alles Mögliche. Du spielst Basketball. Aber irgendwann merkst du, egal wie hart du trainierst, egal wie viel du leidest, egal wie viel du gibst, du bist nicht so talentiert für Basketball. Du bist nicht so gut wie andere. Du schaffst es nicht über ein gewisses Level hinaus und andere Leute, die viel weniger geben, kommen viel weiter als du, obwohl du mehr Leidenschaft hast. Manche von denen machen das einfach nur so, wegen Cash, lieben nicht unbedingt diesen Sport, aber die sind einfach besser, weil die Bedingung ist ja, bei Sport ist es ja auch ganz besonders wichtig, ne? Du hast Limitierungen, was deinen Körper angeht. Das ist anders, was jetzt zum Beispiel Kreativität angeht, aber was Sport angeht, gibt es bestimmte Limitierungen. Dann sagst du,
Aber ich habe so viel gelernt über diesen Sport. Ich bin zwar nicht der beste Spieler, aber ich bin voll strategisch und so weiter und vielleicht kann ich ein Coach werden. Und jetzt wirst du ein Coach von einem Team. Oder du wirst ein Trainer, dass du sagst zum Beispiel, du trainierst so, was Physiotherapie angeht, für Basketball. Oder du bist nicht gut genug dafür, aber du liebst es, das Kindern beizubringen. Und jetzt bist du ein Basketball-Coach für Kinder oder für Jugendcamps. Ich kenne so viele Leute, die das machen, ohne Geld dafür zu verdienen, aber das macht denen so viel Spaß. Und die nehmen das so ernst und sind da drin und fahren überall hin. Oder du sagst, ich kann das gut kommunizieren, diese Leidenschaft. Und du wirst, keine Ahnung, Blogger. Du schreibst einen Basketballblog oder du machst Interviews mit den Spielern und wirst Reporter und gehst ins Audiovisuelle. Oder es gibt so viele verschiedene Wege, Ansätze, um dieses Basketballleidenschaft. Aber die meisten denken, ich habe eine Basketballleidenschaft, ich muss Basketballspieler werden und in die NBA gehen. Aber es gibt Leute, ich kenne hier Leute zum Beispiel, die haben so einen Blog zum Beispiel gestartet. Am Anfang war das ein Blog, so hiphop.de. Und dann wurde es eine Webseite und dann ist es eine Community geworden. Und jetzt machen die mehr Geld damit als die meisten Rapper. Dabei haben die am Anfang nur berichtet über Rapper. So, und genauso kann es sein, dass es jemand gibt, der eine Plattform hat über Basketball, der mehr Geld macht, mehr Einfluss hat, mehr seine Leidenschaft ausleben kann in dieser Plattform, als wenn er Basketball gespielt hätte für 20 Jahre seines Lebens. So, das ist wie eine Leidenschaft, die man verfolgt, auf einmal neue Türen und Wege öffnen kann. Weil während du jetzt diesen Blog schreibst oder diese Interviews machst, merkst du, hey, eigentlich so gefällt dir dieses Format richtig cool. Nicht nur Basketball oder über Basketball zu schreiben, sondern über verschiedene Sachen zu schreiben oder Biografien zu machen über Menschen. Und auf einmal merkst du, dass du eigentlich Schreiben deine Leidenschaft ist oder Interviewen deine Leidenschaft ist. Und von da gehst du auf einmal ins Nächste. Das heißt, es war ein Filter. Du brauchtest aber diesen ersten Ansatz, dieses Erste, was dich interessiert, um auszuprobieren und zu testen. Und in dieser Disziplin oder in diesem Projekt, was du startest, gibt es Elemente, in denen du gut bist, in denen du nicht gut bist. Sachen, die dir Spaß machen, die dir weniger Spaß machen. Und es geht nicht nur unbedingt darum, dass man sich zwingt, Sachen zu machen, in denen man nicht gut ist. Oder sich zwingt, Sachen zu machen, die keinen Spaß machen. Ich bin kein Freund davon. Das ist etwas, was ich gelernt habe in der Schule, dass man sich da durchbohrt. Na, ey, ganz ehrlich, es gibt bestimmte Bereiche, in denen bin ich nicht gut. In anderen Bereichen bin ich überragend. Es gibt Leute, die sind viel besser in diesen Bereichen als ich. Also tue ich mich mit Leuten zusammen. Ich bin so ein Freund von Partnership, von Teamwork geworden, weil ich verstanden habe, dass du nicht der Beste sein musst. Du musst nicht der Beste sein in allem. Und nicht, weil etwas schwer ist, heißt es, oh, wenn du das jetzt überwindest, dann wirst du stärker da drin und du wirst dann besser und das ist Teil vom Game. Man muss wirklich unterscheiden, worin, was ist das, was ich wirklich machen muss und wo meine Schwäche ist, die eigentlich eine Stärke sein sollte oder wo ist etwas, was eine Schwäche von mir ist, aber es muss keine Stärke von mir werden. Ich muss mir nur diese Stärke von außen holen durch eine andere Person und ich muss das ausbauen und ausweiten. Und ja, das ist das Ding. Du kannst nicht alleine gegen 5 Leute Basketball spielen. Das ist nicht ein Teamsport. Und deswegen brauchst du einen, der groß ist. Du brauchst einen, der schnell ist. Du brauchst einen, der werfen kann von außen. Du brauchst einen, der klein ist und die Bälle passt. Das ist genauso wie im Leben. Das ist genauso wie wenn du ein Business aufbaust. Du hast für jede Position hast du einen anderen Charakter. Und der Center, der Große, der unterm Korb steht, muss nicht unbedingt der beste Werfer sein von außen, dass er Dreier werfen kann. Muss er nicht sein, weil ein anderer im Team das übernehmen kann und er hat seine Funktion. Und ich bin jetzt so voll in diese Basketball-Metapher reingegangen. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, dass ich denke, dass deine Leidenschaft ist etwas, was in dir drin ist. Du hast eine Energie. Und diese Energie zieht Sachen an und schiebt Sachen weg. Und es gibt Sachen, die du machst und du merkst in dir drin, das ist nicht das Richtige.
aber du weißt nicht, was das Richtige ist. Und die meisten Leute haben Angst, die vertrauen ihre inneren Stimme nicht, die vertrauen dieser inneren Energie nicht und sie sind auch nicht bereit, etwas loszulassen, bevor sie das Neue gefunden haben. Na, das ist oft so, Leute sind in Beziehung und sie sind unglücklich, aber sie haben irgendwie das Gefühl, ja, aber was ist, wenn ich niemanden sonst finde? Jetzt bist du dir selbst nicht treu, weil du bleibst eigentlich nicht, du bist dieser Person nicht treu und du bist dir selbst nicht treu, weil das heißt, dass wenn du irgendwann jemanden kennenlernst, der dann das erfüllt oder wo diese Energie da ist, dann wirst du Schluss machen. Wenn du irgendwann ein Angebot bekommst, was richtig krass ist, dann wirst du kündigen. Aber das Ding ist, du diese Energie gar nicht freisetzen kannst, solange sie da gefangen ist. Solange du da arbeitest, wirst du keine Zeit haben, du wirst gewisse Opportunities gar nicht bekommen. Und das ist das, wo man Mut braucht teilweise, zu sagen, weißt du was, ich mach das nicht. Ich mache das nicht, ich mache das nicht, ich sage Nein zu dem, damit ich eine Tür öffnen kann für ein Ja, obwohl ich noch nicht weiß, wo das ist und was das ist. Aber dann gehe ich 100% rein und verfolge das, wo ich das Gefühl habe, ich muss das finden. Es gibt bestimmte Gerichte, die schmecken mir nicht. Aber ich habe die noch nie gegessen und ich sehe das und ich esse das und ich, boah, das schmeckt mir nicht. Gab es etwas in mir, was schon weiß, was mir schmeckt und was mir nicht schmeckt? Und wenn ich das dann bekomme, dann, ich merke doch direkt, es schmeckt mir nicht. Das heißt, es hat mir vorher schon nicht geschmeckt, bevor es da war, nur ich wusste es nicht, weil ich es niemals probiert habe. Und genauso gut gibt es Gerichte, die ich noch nie in meinem Leben gegessen habe. Aber wenn ich die essen werde, werde ich sagen, boah, das ist das, ich will das jeden Tag essen, das ist das Beste, was ich jemals in meinem Leben gegessen habe. Wenn ich aber jeden Tag ins selbe Restaurant gehe, dann werde ich das niemals rausfinden. Und werde das Beste auf dem Menü in dem Restaurant als das Beste bezeichnen, weil ich ja nichts anderes kenne. Und so ähnlich ist es auch, wenn du in deiner Komfortzone bleibst, wenn du in dem Kreis bleibst von Leuten, die du kennst, Sachen tust, die du immer machst, an Orte gehst, in denen du immer gehst. Du wirst nur so frei sein, wie die Optionen, die du hast. Das ist sehr simplifiziert und das ist schwierig in dem Moment, weil man hat diese Angst. Diese Angst ist real, diese Angst ist gerechtfertigt. Deswegen sage ich, mach es einfach und mach es einfach. Wage den Schritt, aber mach den kleinen Schritt und du musst nicht das komplette Bild sehen. Denn in dieser Sache, die du testest, wird es Elemente geben, mit denen du connectest. Es gibt eine Energie in dir, die damit connectet. Und es ist wichtig, dass man mit seiner Intuition wieder zurückkommt. Dass man nicht immer nur aufguckt, so was sagen andere Leute und was sagt der Trend und wie ist die Wirtschaftslage. Und ganz ehrlich, Mann, wenn du wirklich eine Leidenschaft für etwas hast und entwickelst eine Stärke, weil klar, wenn du etwas noch nie gemacht hast, kann es am Anfang nicht gut sein. Aber du merkst einfach, boah, ich kann mir vorstellen, das jahrelang zu machen. Heißt nicht, dass du es jahrelang machen musst, aber du kannst es dir vorstellen. Das ist eine Passion, das ist etwas, du sagst, boah, es ist wie wenn du eine Frau kennenlernst oder einen Mann kennenlernst und du kannst dir vorstellen, dein Leben mit dieser Person zu verbringen. Kann sein, dass es etwas passiert und es ist nicht, aber hast du schon diese Energie in dir? Wenn du schon merkst, ja, mal gucken, wenn die das und das und das an sich ändern, mal gucken, wenn dieser Job, wenn das und das irgendwann sich verbessert, wenn ich dann mehr Geld verdiene und wenn dann irgendwann der nicht mehr da arbeitet, dann könnte das Klima gut, Mann. So, für mich ist es so, ich bin nie Kompromisse eingegangen, was das angeht. Nie. Nie. Und jeder hat mir davon abgeraten. Leute haben immer gesagt, geh aufs Nummer sicher, du weißt doch nicht, was kommt, dies, das. Wir wissen nie, was kommt. Wir wissen nie, was kommt. Wir haben uns so angewöhnt, wir sind es so gewohnt, in die Zukunft zu schauen, die Wettervorhersage, wir können wissen, was nächste Woche, nächsten Monat, nächstes Jahr passiert und das gibt uns ein Gefühl von Sicherheit, aber eigentlich wissen wir gar nichts. Es ist so, also für mich, je mehr ich mich einlasse auf jeden einzelnen Tag und einfach alles gebe und auch zulasse, alte Sachen in Frage zu stellen, desto mehr finde ich über mich selbst raus. Und ich sage, ich finde über mich selbst raus, denn es gibt Sachen, die schon in mir drin sind, die noch nicht rausgekommen sind, weil ich sie nicht getestet habe. Ich nehme viel von außen, aber das meiste kommt von Selbstreflexion, Selbstbeobachtung und Connecting zu meiner Seele. Es gibt etwas in mir, es gibt etwas in dir, was schon da ist. Und du hast diese Intuition, aber sehr viele von uns haben nicht diese Connection dazu. Und wenn du dann in bestimmten Situationen bist, kannst du das fühlen. Du fühlst etwas in dir drin. Das ist nicht,
Klar können wir auch durch unsere Gedanken, durch unsere Konditionierung sehr viel kreieren, aber es gibt etwas, was deeper ist als das. Und dann, wenn du da bist, du kannst weniger Geld verdienen als vorher und du hast ein Gefühl von, ich lebe mein Leben. Ich mache das, wofür ich bestimmt bin. Ist mir egal, was andere Leute sagen. Ist mir egal, was andere Leute denken. Das ist diese Phase. Und ich glaube, dass kein Mensch wirklich erfolgreich sein kann. Reich an Erfolgen. Und das sind mehrere Kriterien. Ich nehme Glück als ein sehr großes Kriterium. Und ich sehe sehr viele Leute. Und ich will das nicht als Statement nutzen jetzt. Weil viele Leute sehen finanziellen Erfolg als Erfolg. Ich kenne sehr viele Menschen, die nicht Multimillionäre sind und in meinen Augen zu den erfolgreichsten Menschen gehören, die ich kenne. Weil sie einfach glücklich sind, einfach in der Balance sind. Sie geben zurück, sie helfen anderen Menschen, sie leben sehr gut, sie machen alles, was sie machen wollen. Und dann kenne ich Leute, die sind Multimillionäre und die sind unglücklich, frustriert, sabotieren ihr eigenes Leben in Beziehung, in Gesundheit, in allem, weil es etwas fehlt. Und sie versuchen das auszugleichen. Und dann gibt es natürlich Menschen, die sehr reich sind, finanziell und sehr reich sind emotional und sehr reich sind in der Balance und mit der Connection mit sich selbst. Und das ist für mich das Ultimative. Aber vor allen Dingen in diesem ganzen Bereich mit Personal Development, was Business angeht, Selbstständigkeit angeht, sind sehr viele Leute natürlich, connecten das. Oh, Leidenschaft, direkt muss ich damit Geld machen können und ich muss aber auch Spaß haben. Und dann kreiert man diese Fake-Bedingungen, die nicht wirklich realistisch sind. Wenn du deiner Leidenschaft folgst, wirst du leiden. Aber es wird sich nicht wie Leiden anfühlen. Für mich, das ist so wie wenn ich trainiere und der Muskel schmerzt, aber ich weiß, dass ich liebe diesen Schmerz. Ich liebe diesen Schmerz. Und ich trainiere gerade meinen Körper und ich weiß, dass ich stärker werde dadurch. So eine Art Schmerz ist das. Das ist nicht so ein Schmerz, wie wenn ich so einen Stein in meinem Schuh habe. Labiles Beispiel, aber... So, ich beende jetzt mal die Podcast-Folge. Ich habe jetzt parallel einen Livestream gemacht. Aber ja, wenn du Fragen dazu hast, schreib mich gerne an. Komm in die Facebook-Gruppe, mach es einfach und mach es einfach. Und denk nicht zu lange nach. Acht nicht zu lange drauf, was andere Leute dir sagen. Und glaub mir, es gibt eine Energie in dir, die, wenn du dich Sachen aussetzt und du es zulässt, beziehungsweise dir auch die Zeit nimmst, darüber nachzudenken, zu fühlen, zu spüren, im Jetzt, im Moment zu sein, anstatt immer abgelenkt zu sein, im Handy mit Leuten zu reden und immer nur Impulse von außen zu folgen, die dich ablenken von deiner inneren Stimme, dann wirst du sehr viel über dich selbst rausfinden, was schon da ist, anstatt immer nach draußen zu suchen, was du noch holen musst, um besser zu werden, größer zu werden, schlauer zu werden. Wir können sehr viele Informationen von außen nutzen über diese Welt. Aber Informationen über uns und wer wir sind, kriegen wir nicht draußen, sondern nur drin. Also, mach es einfach und mach es einfach. Die heutige Podcast-Folge wurde dir präsentiert von Ben Ouattara und meiner neuen Facebook-Gruppe Meister dein Mindset, Meister dein Leben, Meister dein Business. Also, wenn du mehr Tools haben willst, spezifische Strategien und Content, den du so nirgendwo bekommst, melde dich in der Facebook-Gruppe an. Ich habe da Content, der aufeinander aufbaut. Denn hier im Podcast, auf YouTube, auf anderen Kanälen kann ich nicht Content rausbringen, der so detailliert ist, so spezifisch ist und so in die Tiefe geht, wie ich das in der Facebook-Gruppe kann. Ich habe zwar auch Webinare und andere Plattformen genutzt, aber in der Facebook-Gruppe baut alles aufeinander auf. Ich werde auch Livestreams machen, wo ich deine Fragen beantworten werde. Und wir sind eine geschlossene Gruppe für Unternehmer, die versuchen, auf das nächste Level zu kommen. Aber wir spezialisieren uns auf Mindset, denn es fängt alles mit dir an. Es gibt super viele Tools, die du bekommst, super viele technische Tools oder fachspezifisches Wissen, was du bekommst und du kannst es nicht umsetzen. Warum nicht? Weil du dir selbst im Weg stehst. Entweder hast du Blockaden mental, weil du glaubst, was geht oder was nicht geht, oder emotionale Blockaden. Und darauf werde ich eingehen und dir helfen, das für dich aufzulösen, zu befreien, damit du endlich deine Vision verwirklichen kannst. Also komm in die Gruppe, Meister dein Mindset, Meister dein Leben, Meister dein
Business und wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge von Mach es einfach und mach es einfach.